Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht mit dir verborgen. Harter Mann. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Abend, ihr Pisser. Ich bin mal wieder krank, ich weiß, man sieht es mir nicht an. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich voll auf für Medikamente. Sauber Oktober, oder? Ich muss wirklich sagen, der Sauber Oktober war ein geiler Monat, Mann. Man gewöhnt sich mal wieder ein bisschen abzusaufen. Vielleicht mal wieder ein bisschen ins Fitnessstudio zu gehen, auf seine Gesundheit zu achten und so weiter und so fort. Man zieht es einen Monat durch und danach macht man vielleicht auch weiter, um zu sagen, okay, der gesunde Lifestyle ist vielleicht mehr oder weniger das, was ich möchte. You love big asses, you love big tips, and the most what you love is a lot of fucking money. Ron wirklich wieder scheiß drauf, Digga. Also der Typ hat ja wirklich nur auf den 31. gewartet, dass er sich endlich wieder einen reinzimmern kann. Der Typ ist verloren. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch ja noch ApeCrime, ein Channel, der in die Legenden eingegangen ist, ja? Drei Jungs, die über Jahre das YouTube-Business verändert haben. Ich muss nur sagen, ich bin wirklich gespannt, was die Jungs heute machen. Cengiz. Ich muss die Cap auch so aufsetzen. Jan Meyer. Ich zeig dir heute meine 2023 Pro Vocal Chain. Auch entspannter Content. Er macht seine Passion. André. Danke für die Rose. Danke für die Rose. Danke für die Rose. Jerry, können wir das bitte nochmal sehen? Danke für die Rose. Danke für die Rose. Arr, ein Panther. Ich glaube, ich persönlich sollte auch mal so einen Livestream machen. Guten Morgen. Guten Morgen. Lass mal so 3-4 Stunden machen und mir wird's wirklich gut gehen. Danke für die Rose! André, mein aller Gajutster, wenn du Hilfe brauchst, sag bitte Bescheid. Ich bin ja jetzt schon seit einigen Jahren auf YouTube unterwegs. Leider. Vielleicht kennt von euch der ein oder andere ja noch die Prank Bros. Die waren früher wirklich dafür bekannt, die besten und aufwendigsten Pranks zu produzieren. Jetzt pass auf. Hey, was bist du? Marvin? Schatz, bist du es? No. Hat sich der ein oder andere mal gefragt, was für eine Art von Videos bei den Prank Bros heute online kommt? Es ist Zeit für einen neuen Prank an meinem Bruder. Jetzt hat sich der eine Bruder wirklich den geisteskranksten Prank überlegt, den ich persönlich jemals gesehen habe. Ja? Und gleich, wenn er fertig ist von der Dusche, komme ich rein durch die Tür und sage, ich habe es mir doch anders überlegt, ich ziehe wieder ein. Holy shit, Digga, wie kommt man auf den geisteskranken Idee? Okay, Leute, Kelvin müsste jetzt gleich kommen. Sag mal ganz kurz, ob ihr dieses Geräusch, wenn ihr in einem Nebenraum wärt, wahrnehmen würdet oder ob ihr es nicht wahrnehmen würdet. Hat man eigentlich nicht gehört, oder? Ja, ich bin wieder zurück. Oder Freund, wieso schleppst du das mit? Ihr seid der Typ, der aus dem Bad rauskommt. Mein Kopf ist die Kamera und ich bin das Stativ. Würdet ihr mich erkennen? Glaub doch los jetzt, wo soll ich schlafen? Na, bei den Eltern übergangsweise. Ja, aber nein, ihr könnt. Digga, erstmal willst du mich verarschen. Meiner Meinung nach, Leute, geht der auch zu weit. Also, das ist ja kein Spaß mehr, was da drin abgezogen wird. Ich glaube, nach dem Prank werden die auch sagen, gut, das Thema Pranks ist jetzt vom Tisch. Was? Hey, könnt ihr mal an? Ja. Moment mal kurz. Die war nicht die ganze Zeit an, oder? Aber eine Frage bleibt immer offen. Schatz, bist du es? Marvin? Füße gehen raus an die Prank Bros. Ich habe Fliegenpilze genommen, damit ihr das nicht machen müsst. Ja, krass. Der Fliegenpilz ist der wohl bekannteste Pilz überhaupt. Als ob er jetzt wirklich Fliegenpilze für ein Video ist. Dieser Typ, Alter. Er hat mir mein Ego gestärkt. Deswegen nenne ich es gerne das Kokain des Waldes. Dann bin ich gespannt, ob wir heute was finden. Oh, da leuchtet schon rot. Oha. Das sind die ersten. So. Da haben wir denn ein kleiner, schöner Fliegenpilz. Das ändert gerade irgendwie meine komplette Sicht auf Waldspaziergänge. Ich dachte immer, Leute, die im Wald spazieren gehen, machen einfach einen normalen Spaziergang. Ich muss sagen, so langsam bin ich dann doch ein bisschen aufgeregt. Also irgendwann war der Tee dann fertig und wir haben den schön in 3 Tassen verteilt. Wir haben uns dann einfach auf den Boden gesetzt mit unseren Teetassen. Dann ging es im Prinzip schon los. Digga, Tomatrix, also wirklich meinen Mad Respect, Digga, er setzt sich dahin mit diesen 2 Waldwanderer, oh nein, Leuchtensrot, Mann! Ja, Alter, Mann, Leute, ist hier schon wieder Wald bei euch? Einfach mit dem wirklich diesen halluzinierenden Pilztee trinkst, Alter. Und dann sind daraus irgendwann irgendwelche Muster geworden und dann hat sich das so immer weiterentwickelt. Am Ende war ich dabei, dass irgendeine künstliche Intelligenz da war, die sich so selber gebaut hat. What the hell? War
du nichts. Was kommt als nächstes? Liebe Leute, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt Bock habt, schaut gerne. It was at this moment that Papa Platte knew he fucked up. Jetzt kommt eine Ola-Kala-Werbung. Und Papa Platte? Ja. Wenn du keine weiteren Angebote bei uns verpassen willst, dann komm in die Gruppe. Die Gruppe ist das Geilste. In diesem Sinne, lass gerne einen Daumen nach oben da und... Genau, Sascha, ab jetzt noch 2, 3, 1...